Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Ja, man muss jetzt kommen, wer zu klar ist. Ich glaube, wir spielen heute mal ein etwas neues Spiel. Und zwar spielen wir heute Frigo. Frigo ist ein Free-to-Play-Spiel, was es auf Steam gibt. Kann man sich einfach runterladen und loslegen. Ich werde natürlich wieder alle Informationen in die Infobox packen. Frigo ist ein Abenteuer-Action-Zombie-Survivor-Spiel. Ich habe mir kurz mal die Steuerung angeguckt gehabt und sonst kenne ich das Spiel einfach nicht. Wir werden auch einfach mal gleich losstarten, einfach New Game starten einfach mal rein. Schauen uns das einfach mal an, was das für ein Spiel einfach ist. Ich habe es so ein bisschen durchgelesen gehabt, dass es so ein, wie gesagt, ein Zombie-Spiel sein soll, dass wir gegen Zombies spielen müssen und entsprechend auch überleben müssen. Let's go, würde ich sagen. So, okay. Was haben wir denn hier? Okay, die Winterlandschaft ist das. Okay. Okay, unten links haben wir eine Lebensanzeige. Okay, was können wir so uns machen? Okay, Tabulate haben wir im Backpack. Sehr schön. Okay, was haben wir hier? Ein Haus. Okay, was haben wir denn hier? Okay, können wir mit E. Okay, die Tür ist zu. Okay. Oh, da liegen Waffen drin. Okay, dann müssen wir auch irgendwie Waffen oder sowas, glaube ich. Oder Munition ist das oder was, ne? Wissen wir, was zu trinken ist da hinten? Okay. Okay. Das können wir nicht aufmachen. Müssen wir wahrscheinlich einen Schlüssel finden. Ja, gut. Wir gehen mal den Weg hier. Wie gesagt, ist ein Free-to-Play-Spiel, was man sich, wie gesagt, bei Steam einfach runterladen kann. Und für gelegentliche Spieler einfach mal ein netten Spiel zwischendurch mal. Kleines. Da ist auch ein Haus. Da können wir doch auch mal reingucken. Da haben wir noch gar nicht drin, oder? Da war. Nee, das ist doch das Haus, wo wir eben gestartet sind. Ah ja. Ah, hier gibt es drei Wege. Okay. Gut. Da haben wir auch noch irgendwas. Da ist auch noch ein Weg. Ah, hier ist auch noch. Welches Haus war denn das? War das das Haus jetzt hier? Okay, wir mit. Da können wir. Oh, da liegt was. Das können wir nicht aufmachen. Okay. Das war das Haus, wo wir eben nicht aufmachen können. Dann können wir das wahrscheinlich aufmachen. Oder? Können wir das aufmachen? Hallo? Jemand zu Hause? Oh, das können wir aufmachen. Okay. Was liegt hier? Eine Taschenlampe. Okay. Taschenlampe ist auf 1. Oh, da liegt Munition. Okay. Was ist das hier? Liegt noch mehr hier? Ein Telefon? Was ist das? Nichts. Oh, wir haben jetzt eine Axt gefunden. Okay. Okay, wie können wir denn machen? Ach so. Einfach klicken. Super. Was haben wir hier? Mit Q können wir gewappen. Und mit rechter Maustaste können wir dann entsprechend wegpacken. Was ist das jetzt hier? Okay, nehmen wir mit. 9 mm haben wir nochmal gefunden. Okay. Nicht schlecht. Okay. Was haben wir hier? Licht. Okay, das ist, scheint wohl der Tod gewesen zu sein hier. Okay. Was haben wir hier? Schublade? Noch mehr. Was war das eben? Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Zombies sind. Ob das irgendwie schnelle Zombies sind oder nicht so schnelle Zombies sind. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, ich habe es nur so gelesen gehabt, dass es Zombies hier geben soll. Haben wir sonst noch was? Hm. Okay, wir haben jetzt zumindest eine Axt gefunden. Das ist schon mal gut. Wir können uns wehren. Gucken wir einfach mal weiter. Im Prinzip ist es so, dass wir hier überleben müssen und Ding erforschen. Okay. Hm, was gibt es denn hier sonst noch hier? Das ist eine schöne Landschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Haben sie gut gemacht? Eine Winterlandschaft, das finde ich gut. Gar nicht so schlecht. Da ist der Weg irgendwie versperrt. Kommen wir trotzdem da weiter? Okay. Erscheint. Können wir doch links laufen? Ich kann auch ein bisschen schneller laufen, das ist gut. Ich habe nur die Befürchtung, dass die Zombies hier irgendwie von der Seite irgendwie gleich uns anspringen oder sowas. Wo sind wir jetzt hier? Da ist noch ein Haus. Okay. Ist das dasselbe Haus? Das scheint dasselbe Haus zu sein, oder? Ja, das ist dasselbe Haus. Das können wir doch gar nicht aufmachen. Okay, sind wir jetzt im
Wir haben uns im Kreis gedreht, okay. Dann gehen wir einfach mal. Gehen wir da links, würde ich sagen. Dann gehen wir mal links hier. Mal gucken, wie wir hier rauskommen. Oder drehen wir jetzt hier wieder unsere Kreise? Ah ja, da können wir links gehen. Okay, da müssen wir wahrscheinlich mal hier etwas abseits gehen. Weil wir drehen jetzt uns die ganze Zeit im Kreis dann. Das wäre ja nicht so gut. Gut, wo gehen wir längs? Wo können wir längs gehen? Hier vielleicht? Ja, hier, doch, hier können wir längs gehen. Okay. Gut. Mal schauen, was hier so ist. Ist das hier irgendwie ein Zombie jetzt hier irgendwie liegt oder so? Oder hier am Stein sitzt? Das wäre jetzt nicht so prickelnd. Okay, wir haben eine weite Fläche. Was haben wir hier hinten? Haben wir hier hinten irgendwas? Gut. Wie haben wir dann... Okay, wir haben jetzt unser Inventar aufgemacht. Wir haben jetzt auf 1 die Taschenlampe und auf 2 haben wir dann die Axt. Und die können wir dann... Können wir die bewegen? Ja, die können wir auch wegpacken. Okay. Packen wir so. Dann haben wir sogar Munition jetzt gefunden schon. Und wenn wir wahrscheinlich auch eine Pistole irgendwie bekommen. Schauen wir mal. Erstmal, was wir hier noch so finden können. Vielleicht finden wir ja noch was Interessantes. Da ist noch eine Hütte. Hier ist dieselbe Hütte, oder? Das ist dieselbe Hütte. Kommen wir jetzt von hinten in die Hütte ran? Ja, ich glaube, das ist dieselbe Hütte, oder? Ja, das müsste dieselbe Hütte sein. Ja, ja, das ist dieselbe Hütte, wo wir nicht reinkommen können. Okay, gehen wir oben weiter. Wir haben hier vorne noch nicht geguckt gehabt. Schauen wir uns das mal einfach mal an hier. Bin mal gespannt auch, wie die Zombies sind. Oh, da ist noch eine Hütte. Da können wir mal reingucken. Aufpassen. Oh, da sind zwei Hütten. Okay. Okay, mal gucken. Aufpassen. Sind sie jetzt Zombies? Ist das hier? Dass die Hütten hier einfach so rumstehen, ist ja auch sehr interessant, ne? Da steht doch einer drinne. Da seht ihr den Zombie. Da steht doch einer drinne. Oha, okay, okay. So, mal gucken. Kommt der raus oder müssen wir reingehen? Ah, wir probieren es einfach mal. So. Okay. Also der Zombie ist ziemlich schnell. Also scheint wohl, dass die Zombies ziemlich schnell sind. Dann müssen wir jetzt aufpassen, dass sie uns nicht kriegen. Und nicht, dass hier irgendeiner gleich uns anläuft oder so. Okay, da habe ich mich aber auch ein bisschen erschrocken. Können wir die Kiste auch kaputt machen? Geht das? Nee. Können wir da reingehen? Ja, können da reingehen. Hallo, Zombie, bist du noch da? Nein? Gut. Was haben wir hier? Oh, wir haben die Pistole gefunden. Okay, wie können wir die Pistole nehmen? Die Pistole ist auf 3. Okay. Oh, haben wir jetzt eine Pistole gefunden. Das ist schon mal gut. Was ist das hier? Ein Buch. Okay. Gut. Können wir uns nicht angucken. Was haben wir hier? Schublade. Oh, wir haben ein Medipack gefunden. Okay. Da können wir die Schublade unten auch noch aufmachen. Oh, da. Nicht noch Munition. Nimm mit, will ich mit hier. Alles mitnehmen. Was ist das hier? Noch eine Munition. Was ist das hier? Ah, wieder eine Kiste. Ah, also eine Kiste. Die können wir natürlich kaputt machen. Da ist auch was drin bestimmt, ne? Können wir wieder gewappen. Was ist drin? Da haben wir Wasser. Okay. Und wir aufstehen. Okay, nehmen wir die Pistole mal in die Hand. Ich weiß jetzt nicht, wie so ein Zombie jetzt hier ankommt. Was war denn das Buch? Okay. Aber diejenigen, die hier wohnen, die sind auch ziemlich einsam, ne? Würde ich sagen. Genau, wir schauen mal, was das nächste Haus hier sagt. Und ob wir so einen Zombie noch sehen. Wie gesagt, ich weiß einfach nicht, wie schnell die sind. Und ob die überhaupt schnell sind oder ob die überhaupt auftauchen. Und wie die auftauchen. Okay, hallo? Oh Gott, was ist das? Seht ihr das? Gott, was
Was für Leute wohnen hier? Was ist mit den Augen passiert? Tragen die alle hier Sonnenbrille oder was? Was ist da los? Oh mein Gott. Okay. Da ist ein Zombie. Okay, Hucha. Glück gehabt. Zombie ist tot. Okay. Also liegen die auch einfach hier. Wenn man hier rum. Was haben wir denn hier alles? Munition. Nehmen wir mit. Medikit. Da ist noch ein Medikit. Da ist noch mehr Munition. Was ist das hier? Die Tasche. Shotgun. Ja. Nehmen wir auch mit. Super. Perfekt. Shotgun haben wir wo? Auf 4. Okay. Oh, wir haben jetzt durch den Backpack haben wir jetzt zwei, glaube ich, nee, drei, ne? Drei Fläche mehr, glaube ich, gekriegt. Nehmen wir die Shotgun einfach mal. Gibt es hier noch mehr? Können wir Licht anmachen? Okay, Licht ist an. Gott, was sind das hier für Leute, die hier wohnen? Okay. Der Zombie war jetzt nicht so schwer. Ich weiß jetzt nicht, wo die Zombies noch sein sollen. Sind. Okay. In so einer Winterlandschaft mit Zombies ist, glaube ich, nicht so prickelnd. Da friert man ja auch. Wenn man so unterwegs ist hier. Ja, wir laufen hier am Berg einfach mal längs. Mal, ob wir irgendwas finden hier. Haben wir einen Zombie hinter uns? Nee, noch haben wir keinen Zombie gesehen, der irgendwie hier am Laufen ist. Nur der eine Zombie da noch in der Hütte. Gucken. Haben wir hier sonst noch irgendwie einen Zombie? Und ich weiß nicht, ob die Zombies irgendwas beschützen oder sowas, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass wir überleben müssen. In dieser Apokalypse hier, sag ich mal. Da. Da ist ein Zombie. Okay, da ist ein Zombie. Da ist noch ein Zombie. Oh, der bewacht doch da was. Da liegt doch was. Da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Okay. Irgendwas beschützt der Zombie da vorne. Gucken wir uns mal an. Wir töten mal den Zombie hier erstmal. Okay. Anscheinend sind die nicht so schnell. Und der Zombie bewegt sich auch nicht. Gut, dann gehen die wahrscheinlich nicht auf Sound. Oder nicht. Da vorne ist noch ein Zombie. Und da hinten ist auch noch ein Zombie. Dann gehen die wahrscheinlich nicht auf Sound einfach. Dann können wir die einzelne immer erschießen. Das sind drei Zombies hier. Eins. Und da ist einer. Das sind zwei, da ist noch einer. Jetzt tauchen die ganzen Zombies auf hier. Okay. Aber was ist hier in der Kiste? Der Zombie greift auch nicht an. Aber er bewegt sich. Okay. Okay, das war die Taschenlampe. Da ist die Axt. Schauen wir mal rein hier. Oh, das ist wieder Wasser. Packen wir mal weg hier. Jetzt können wir das Wasser nehmen. Jetzt können wir das Wasser nehmen. Was können wir mit dem Wasser machen? Wahrscheinlich mit Durst irgendwie. Also stellen wir mit 5 HP-Punkte wieder her. Okay. Mit dem Medikit 50. Okay. Super. Dann können wir wenigstens unser Leben auffüllen wieder, wenn wir verletzt sind. Und da vorne steht auch noch ein Zombie. Direkt mitten im Gras. Okay. Ja, wir gehen einfach mal hier weiter, würde ich sagen. Den erschießen wir einfach mal. Da vorne steht noch ein Zombie. Schauen wir, was wir hier noch so finden. Könnten wir eigentlich auch mal. Da vorne ist auch noch ein Zombie. Können wir auch erschießen. Okay. Den hier erschießen wir auch mal schnell. Dann ist der auch weg. Die haben jetzt nichts beschützt hier, ne? Keine Kiste oder sowas. Okay. Dann schauen wir einfach mal weiter hier, würde ich sagen. Da vorne ist die Kiste. Hier irgendwie noch ein Zombie? In der Nähe? Nee. Da ist ein Zombie, okay.
Aber die Kiste können wir aufmachen. Gucken, was wir bekommen. Packen wir mal weg hier. Wieder. Oh, wir haben Shotgun-Munition bekommen. Gut. Okay. Ganz hinten ist auch noch ein Zombie. Hier ist auch noch eine Kiste. Können wir, oh, was ist das denn hier? Eine Höhle. Da können wir mal reingucken, würde ich sagen. Da schauen wir doch mal einfach mal rein. So. Da kommt weg. Da haben wir 9 mm bekommen. Okay, wir haben jetzt die Shotgun, die 9 mm. Was erwartet uns da in der Höhle? Ich habe gesehen, was du nicht abonniert. Aber los jetzt!